Okay, ja, Franz Hörmann, bitteschön. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich möchte in gebotener Kürze, damit wir A, die Rednerliste nicht allzu lang verzögern und B, vielleicht nicht bis auf die Knochen nass werden, euch ein paar Dinge erzählen. Einiges werdet ihr schon wissen, anderes ist vielleicht für euch neu. Das, was man euch heute als Wirtschaftskrise, Finanzkrise, was auch immer verkauft, ist ein ganz normaler Mechanismus, der durch die sogenannte Giralgeldschöpfung heute nicht wirklich vermieden werden kann. Das heißt, Geld, das ihr euch von der Bank leiht im Kredit, ist nie das Geld der Sparer. Ja, das ist ein völliger Unfug. Sondern dieses Geld entsteht durch einen Buchungssatz und pikanterweise als Schuld der Banken. Das heißt, euer Giralgeldguthaben, das bei euch ein Plus am Konto ist, ist für die Bank ein Minus, also eine Verbindlichkeit. Ihr schiebt also permanent auf den Girokonten die Schuldscheine von Banken euch gegenseitig zu und glaubt, das wäre Geld, also gesetzliche Zahlungsmittel. Sind es nicht. Die gesetzlichen Zahlungsmittel sind immer noch Scheine und Münzen. Und solange wir die Gesetze nicht ändern, bleibt das auch so. Natürlich wollen die Banker, dass wir alle nur noch elektronisch bezahlen, und man muss auch ehrlich sein, es ist auch praktischer. Ja? Aber wenn das passiert bei bestehender Gesetzeslage, dann haben wir folgende Situation: Das Giralgeld, das heute gesetzlich eigentlich nur eine Forderung auf Geld ist, also auf gesetzliche Zahlungsmittel, ist dann das einzige Zahlungsmittel, das wir noch haben, und wäre daher eine Forderung auf, ja, auf etwas, was es nicht mehr gibt, nämlich Scheine und Münzen, die dann nicht mehr existieren. Und eine Forderung auf etwas, das gar nicht da ist, ist für sich selbst natürlich auch wertlos. Das heißt, angeblich, und das ist vielleicht ganz spannend, ihr könnt das ja im Internet googeln und habt das vielleicht auch schon gehört, angeblich gibt es also so ein Zitat eines früheren Bankers, der gesagt hat, gib mir die Macht über die Geldschöpfung und es ist egal, wer die Gesetze schreibt. Seht ihr, damit hat man euch an der Nase rumgeführt. Das stimmt nämlich nicht, der Zusammenhang ist gerade umgekehrt. Wenn wir haben entweder gesetzliche Zahlungsmittel oder gar keine Zahlungsmittel. Das heißt, wenn wir als Demokratie, als Bürgerinnen und Bürger, die Gesetzgebung wirklich wieder in die eigene Hand nehmen und sagen, wir bestimmen selbst, was unser Zahlungsmittel sein soll und wie es funktioniert, dann haben auch die Banker und auch die Bankeigentümer keine Chance, uns zu manipulieren und uns Schulden mit Zinsen, ja, für die das Geld nie geschöpft wird, an den Hals zu hängen. Und deshalb gibt es diesen Spruch, den ich da kreiert habe, und ich bin froh, dass der mittlerweile schon auf der Straße gezeigt wird: Demokratie beginnt mit einem demokratischen Geldsystem. Das ist nämlich die große Wahrheit. Ihr erkennt genau ein politisches System daran, ob das Geldsystem wirklich allen bekannt ist, wie es entsteht, wie es vernichtet wird und was dazwischen damit geschieht. Ob das allen bekannt ist und ob sie alle in der Demokratie auch damit einverstanden sind. Das ist ganz, ganz wichtig, und lasst euch da nicht mit irgendwelchen komplizierten Rechenformeln blöffen, von denen man dann immer wieder nachweisen kann, dass die Banken das selber falsch rechnen. Also bitte, wer Probleme hat mit Bankkrediten, wer in die Enge getrieben wird, der kommt auf www.kreditopferhilfe.net. Wir streben dort eine Sammelklage an, sobald wir 2000 Personen sind. Um 300 Euro plus 50 Euro Mitgliedsbeitrag beim Kreditopferhilfeverein, hier gibt es bitte die Flyer dazu, kann jeder gegen seinen Kreditvertrag klagen. Und wenn wir 2000 sind, wir sind momentan knapp 500, geht die größte Sammelklage in der Geschichte der Zweiten Republik vom Stapel. Ja? Wir machen das, wir haben die Juristen, wir sind da aufgestellt, es geht los. Jetzt wäre es natürlich unfair, bei den Bankern etwas anzuklagen und ihnen nicht die Tür aufzumachen für etwas anderes. Wir haben auch Finanzierungsmöglichkeiten, wie Banker realwirtschaftliche Unternehmen finanzieren können, ohne Kreditvergabe. Das geht. Es geht über eine sogenannte Verbriefung, indem man Wertpapiere heranzieht. Dabei entstehen aber keine Schulden, ja, und keine Zinsen, und es sind keine Sicherheiten, und es ist auch in Wirklichkeit keine Sicherheit und keine Enteignung möglich. Das heißt, der Unternehmer und der Investor haben kein Risiko mehr wie heute, sondern das trägt ein verzinsliches Wertpapier. Am langen Ende steht natürlich die Geldschöpfung, die dieses Risiko dann abfedert, aber es ist eine positive Geldschöpfung. Es ist nicht eine Geldschöpfung, bei der durch eine Schuldbuchung Geld erzeugt wird, das eigentlich nicht da ist.
dieses Modell wurde bereits in den 90er Jahren etliche Male verwendet. Den wirklich intelligenten, erfahrenen Bankern ist es bekannt. Und es hat den riesen Vorteil, dass der Unternehmer kein Eigenkapital und kein Haftungseigentum benötigt. Er hat nur die gute Idee, kann 59-40% des Eigentums an den Investor abtreten, ja, und verdient trotzdem toll. Und der Punkt für die Banker ist, dass sie an dieser Art der Finanzierung mehr verdienen als bei den Krediten und nie zu den Gegnern ihrer eigenen Kunden werden, weil sie hier nicht auf Eigentum und auf Sicherheiten zugreifen. Das ist der große Vorteil. Ja, das ist das, was ich Positive Banking nenne. Ja, das ist die Finanzierung über die Verbriefung der Unternehmen. Für die bankwirtschaftlich Vorgebildeten, es wird also eigentlich ein unterlegungspflichtiges, ein für Bank mit Eigenkapital unterlegungspflichtiges Risikogeschäft in ein normales Wertpapiergeschäft konvertiert. So etwas ist machbar, da man weiß, wie so etwas geht, und wir können das jederzeit flächendeckend umsetzen. Ja, das wäre der erste Schritt. Der nächste Schritt, und dieser erste Schritt bitte, bedarf keiner Gesetzesänderung. Das können wir sofort. Jeder intelligente Banker, der das will, soll sich bei mir melden und herzlich willkommen und wir legen los. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Kann man sofort machen. Der nächste Schritt sind drei Stufen. Der nächste Schritt wäre die buchmäßige Entschuldung der Banken. Wenn ihr verstanden habt, dass das, was wir als Geld betrachten, heute nur durch einen Buchungssatz entsteht und dass auch sämtliche Schulden, egal ob das private Unternehmen, Banken oder Staaten sind, nur auf Buchungssätzen beruhen, dann ist auch klar, nehme ich an, dass man mit Buchungssätzen diese Schulden sofort wieder bereinigen kann. In einem funktionierenden Rechtsstaat brauchen aber diese Buchungen eine gesetzliche Grundlage. Oh, danke. Eine gesetzliche Grundlage. Das heißt, wir brauchen zwei, drei Sätze im Bankwesengesetz und können dann sofort den Kreditausfall einer Bank, wenn also die Forderung als Aufwand abgebucht wird, durch die Ertragsbuchung Auflösung der Sichteinlage kompensieren, und dann haben die Banken auch keinen Aufwand, wenn der Kredit ausfällt. Banker, die behaupten, das wäre nicht möglich, weil ja dann das Schiralgeld vom Konto verschwindet, täuschen euch. Denn man kann im selben Moment eine Rücklage dotieren, also Dotierung einer Rücklage, eine Rücklage zur Umlaufsicherung, und das ist dann der Teil des Gewinnes, der durch die Auflösung der Sichteinlage erzeugt wurde, und der bleibt dann im Umlauf, der kann weder ausgeschüttet noch entnommen werden, ja, der bleibt dann im Umlauf auf den Girokonten, damit der Geldumlauf stabil bleibt. Ja, das wäre ein Zwischenschritt, um es zu vermeiden, dass man sinnloserweise Steuergeld zur Bankenrettung verschwendet. Ja, denn Schulden, die durch Buchungen entstanden sind, sollen auch wieder durch Buchungen verschwinden. Und der letzte Schritt wäre dann die Überlegung, welche Art von Geld wir überhaupt haben wollen. Muss es wirklich ein Tauschmittel sein? Die ganze doppelte Buchhaltung beruht ja auf der Idee, dass immer die gleiche Zahl in Soll gebucht wird wie auf Haben. Jetzt müsst ihr euch aber überlegen, warum man das so tut. Weil wir implizit, also unausgesprochen, voraussetzen, dass wir uns Goldstücke weitergeben. Und da kann natürlich jemand nur 10 Goldstücke erhalten, wenn er genau diese 10 einem anderen wieder wegnimmt. Wie ihr aber wisst, reichen wir uns heute keine Goldstücke mehr weiter. Es sind relativ wertlose Zettel, wenn überhaupt, meistens sind es nur Buchungszahlen im Computer, wenn wir elektronisch überweisen. Und dafür brauchen wir diese alte Regel nicht mehr, dass jemand, der mehr bekommen soll, ja, einen anderen braucht, dem er genau diesen Betrag in dieser Höhe wieder wegnehmen muss. Das ist ein Nullsummenspiel. Und das funktioniert oder funktioniert, tut es ja eigentlich nicht, aber als Täuschung funktioniert es heute nur deshalb, weil die Haushalte, sowohl die privaten als auch die öffentlichen, keine doppelte Buchhaltung haben. Würden alle privaten Haushalte und öffentlichen Haushalte auch die doppelte Buchhaltung anwenden, dann wäre sofort sichtbar, dass das gesamte Wirtschaftssystem ein Nullsummenspiel ist und jeder tüchtige Unternehmer, der einen Gewinn macht, könnte sofort auf den zeigen oder auf die zeigen, denen er das Geld dafür wegnimmt. Und das wäre dann nicht sehr angenehm. Heute aber müssen die wirtschaftlichen Ergebnisse der Haushalte, privat wie öffentlich, von Wirtschaftsstatistikern aus extra dafür zurechtgestutzten Warenkörben errechnet werden. Und wenn die eigenen Ergebnisse dafür den Politikern nicht passen, dann verlieren die Finanzierung ihrer Institute und daher richten sie ihr Fähnchen immer nach dem Wind.
Und da seht ihr jetzt, wie die Buchhaltung missbraucht wird und wie die Wirtschaftsstatistik missbraucht wird. Aber die Buchhalter wissen nicht, was die Wirtschaftsstatistiker machen und die Wirtschaftsstatistiker nicht, was die Buchhalter tun. Und das ist das Teile und Herrsche. Und das passiert also schon bei der Spezialisierung beim Fachwissen. Das benötigen wir also nicht. Was wir wirklich brauchen würden, wäre zum Beispiel, und das ist mein Vorschlag des Informationsgeldes, das ist das Infomoney, also informationsgeld.info. Ja. Dass wir keine Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den Menschen mehr abschließen. Also keine Tauschverträge, sondern jeder Mensch hat einfach nur noch einen Vertrag mit der ganzen Gesellschaft, mit der ganzen Gemeinschaft. Ja? Denn schließlich werden wir alle aus der Gemeinschaft auch erhalten und leisten auch in die Gemeinschaft unsere Leistungen hinein. Der Vorteil dabei wäre, dass zum Beispiel ein Brötchenverkäufer, jemand, der also Gebäck verkauft, jedem eine Semmel oder ein Brot in die Hand drücken könnte, egal ob der jetzt eine Kaufkraft hat oder nicht. Einfach durch Bestätigung der erhaltenen Leistung wird nämlich der, der leistet, dann immer in einem bestimmten, im Konsens beschlossenen Tarif bezahlt durch frisch geschöpftes Geld. Wir verlagern also die Geldschöpfung auf die Individualebene. Jede Leistung, jede menschliche Leistung wird bezahlt durch frisch geschöpftes Geld. Und bezahlt wird nicht, indem wir uns Geldstücke weitergeben, sondern eben das Geld von unserem Konto einfach wieder vernichtet wird. Denn dadurch haben wir dann keine Geldmenge und keinen Geldumlauf mehr zu bewerkstelligen und es kann auch nie wieder zu einer Knappheit kommen. Ja? Geldmenge ist etwas unglaublich Unpraktisches. Denn ich muss sie, solange es ein Tauschmittel ist, im Gleichgewicht halten zu den Gütern und Dienstleistungen, sonst habe ich Inflation oder Deflation. Ich muss die Umlaufgeschwindigkeit beschleunigen, zum Beispiel mit Negativzinsen nach Silvio Gesell. Alles das kann ich mir locker ersparen, wenn ich anstatt das Geld weiterzugeben, es einfach wieder vernichte. Es entsteht und es wird vernichtet. Und die Banker, die heutigen Schuldbanker, die machen es genauso. Und deshalb verstehen mich die auch so gut. Ja? Die wissen ganz genau, dass das die Lösung ist. Was bedeutet das jetzt, wenn wir uns vorstellen, dass das vielleicht der Schlüssel wäre zu einem völlig neuen, befreiten Gesellschaftssystem? Das kann ich euch sagen. Wir machen den Leuten, die vom alten System heute am meisten profitieren, den Bankern, aber auch den reichen Unternehmern, den sogenannten Shareholdern, allen denen, die heute von Dividenden und Zinsen leben, ein Angebot, indem wir sie aus dem alten System einfach herauskaufen. Denn durch dieses positive geschöpfte Geld einer demokratischen Zentralbank können wir ihnen genau den Lebensstandard bieten, den sie heute gewohnt sind. Die werden keinen Groschen und keinen Cent verlieren, können locker weiterleben, aber sie müssen nicht mehr in Konkurrenz gegeneinander kämpfen. Das Kämpfen hört auf, der Wettkampf hört auf, die Verknappung hört auf. Das Eigentumsrecht wäre aus dieser Perspektive das Recht auf den sicheren Profit und die Möglichkeit, dieses Geld auch wirklich auszugeben. Aber die Entscheidung, was in den Unternehmen, in welcher Menge, Qualität und mit welcher Methode produziert wird, das treffen nicht mehr die Eigentümer. Das treffen kompetente Techniker und Ingenieure, die sich branchenweit absprechen und alle miteinander kooperieren, weil sie dann nachhaltig, langfristig, ökologisch und so weiter, und zwar immer auf den Bedarf abgestellt produzieren können, in enger Kommunikation mit den Kunden, die letztlich dann mitarbeiten, und dann haben wir die Prosumentengesellschaft. Und dann werden uns diese Leute aus der sogenannten alten Elite gleich doppelt lieben. Denn erstens garantieren wir ihnen einen Wohlstand, der gleich ist wie der, den sie heute auch haben, aber ohne Stress, ohne Bedrohung und Konkurrenz. Und zweitens schaffen wir dann in der Kooperation langfristig, nachhaltig tolle Produkte bester Qualität, die man heute auf den Konkurrenzmärkten gar nicht finden kann. Ja, danke. Wenn wir dann die Gesetzgebung so vereinfachen, dass wir mit Piktogrammen, Flussdiagrammen und Entscheidungsbäumen, wo sich wirklich jeder auskennt, ohne Jus studiert haben zu müssen, ja, wie er davon betroffen ist, wenn wir diese elektronischen gesetzlichen Regeln dann ebenfalls im Netzwerk speichern, so wie unsere Infogeldpunkte, ja, dann kann dieses Geld auch nur noch gesetzeskonform verwendet werden. Es entsteht durch Leistung und bei Konsum für Güter und Dienstleistungen verschwindet es einfach wieder. Und dann können die Menschen jeden Tag etwas anderes tun. Ja? Dann können sie sich weiterbilden, können zur Entfaltung kommen und Berufe, wie wir sie heute kennen, oder den Begriff Arbeit, arbeiten für Geld, wird es nicht mehr geben.
Ein Freund von mir hat jetzt gemeinsam mit dem AMS eine Studie fertiggestellt und da hat er folgende Frage gestellt, die wurde nachgegangen. Wie viel Prozent der heutigen Arbeitszeit verwenden wir einfach darauf, dass wir heute noch Geld verwenden? Also, dass eine Kasse gezahlt, zählt werden muss, dass Belege ausgestellt, gebucht wird, Steuererklärungen gemacht, Prüfungen und so weiter. Und wisst ihr, was da herausgekommen ist? 83% der Arbeitszeit entfällt darauf, dass wir Geld verwenden. 83%. Bei einer 40-Stunden-Woche heißt das, wenn wir das anders organisieren, müssen wir nur noch 6,8 Stunden arbeiten. Aber bitte, das ist immer noch 6,8 Stunden bei Konkurrenz. Wenn wir jetzt kooperieren, halbiert sich das noch einmal und dann arbeiten wir nur noch 3,5 Stunden die Woche. Freunde, das ist keine Arbeit mehr, das ist ein Fest. 3,5 Stunden die Woche gehe ich mit Liebe Klo putzen. Also ihr seht, wenn wir uns dann noch die Technologie nützlich machen, die heute schon existiert, die aber auf den verknappeten Konkurrenz-, Preiskonkurrenzmärkten nicht eingesetzt werden kann. Und ich rede da vor allem von der freien Energie, Quantenenergiegenerator, ja, den Quietsch-QEG oder zum Beispiel Solarstraße. Es gibt Straßenbelege in den Vereinigten Staaten, da ist der gesamte Straßenbelag nicht so ein blöder Asphalt wie bei uns, der immer im Winter aufbricht und im Frühjahr wieder neu geflickt werden muss, sondern das sind Solarzellen, die liefern auch noch Strom und halten rund ums Jahr. Ja, sind extrem rutschfest, ja, die sind belastbar und versorgen die ganze Gemeinde mit Energie. Es gibt Hydropower, es gibt Wasserkraft, ja, es gibt Erdwärme, es gibt Technologien. Erdwärme kann zum Beispiel eine 20.000 Seelengemeinde rund ums Jahr mit elektrischem Strom und mit Heizung versorgen, mit Fernheizwerken. Und da ist es vollkommen egal, ob ein Kraftwerk ausfällt. Ja, da sind wir autark. Macht euch schlau über Aquaponik. Ihr könnt zu Hause, im eigenen Garten oder in der Wohnung eure Lebensmittel züchten. Ihr könnt Gemüse anbauen, ihr könnt Fischteiche in einen ökologischen Kreislauf bringen und versorgt eure eigene Familie rund ums Jahr mit Lebensmitteln. Ihr könnt in 3D-Druckern eure Konsumgüter und eure Kleidung ausdrucken. Ja? Und ihr könnt euch in Netzwerken auch sogar schon eure Kfz, eure stromgetriebenen Mobile selber bauen. Alles das ist heute möglich. Wir können in kürzester Zeit, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, anstatt uns zu kontrollieren und zu überwachen, ja, ein Paradies auf Erden haben. Und da ist uns in Wirklichkeit auch das Wetter egal. Und deshalb sage ich euch, bitte keine schlechten Worte oder Gefühle gegenüber Politikern, Bankern und denen, die jetzt momentan noch nicht verstehen, wie dieses neue System ausschauen soll. Seid freundlich zu ihnen, unterstützt sie, klärt sie auf und weist sie einfach darauf hin, dass das, was sie tun, nicht mit dem Gesetz übereinstimmt, dass wir aber mit Feststellungsklagen arbeiten, dass wir weder strafen wollen, ja, noch irgendwelche Schauprozesse, wo jemand als Sündenbock vorgeführt wird. Es ist ein Informationsprozess. Wenn diese Menschen aus ihrer geistigen Sackgasse einmal herausgekommen sind, ja, dann sind sie herzlich willkommen, wie wir alle, in einer neuen, offenen Gesellschaft und dann tut jeder das, was er am liebsten tut und das gemeinsam für die ganze Gesellschaft. Und damit sind wir bei Ubuntu, das ist ein Dachverband, der jetzt im deutschen Sprachraum hier in Wien gegründet wurde. Ubuntu.d-a-ch-info. Das ist das Zulu-Wort für Ich bin, weil wir sind. Und es ist eine politische Partei, die Michael Tellinger in Südafrika vertritt. Es gibt aber die Ubuntu-Bewegung mittlerweile auch schon in den Vereinigten Staaten. Sie ist international. Und wir vertreten sie jetzt im deutschen Sprachraum. Genauso wie die Free World Charter Organisation steht am Ende des Weges auch bei Ubuntu eine Gesellschaft ohne Geld. Der Weg dorthin kann natürlich nur ein Schrittweiser sein, wo das Informationsgeld, informationsgeld.info, mit den Zukunftsbanken, zukunftsbanken.eu, ja, die Transformation darstellt, wie die Banker, die heute noch so tun, als würden sie Goldstücke verleihen, in der Zukunft einfach die Rechnerplattformen für die Kooperation der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Ich werte das jetzt einmal als Zustimmung.
Okay, ich danke für euren Mut und euer Standvermögen und übergebe daher jetzt an den nächsten Redner das Mikrofon. Wer mit mir noch reden will, es ist hier etwas eng, wir können auch in ein Kaffeehaus gehen, ja, wie ihr wollt. Alles Gute, ciao.